Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute machen wir ein paar Sticker-Kapseln auf von dem neuen Tournament von E-League Major Atlanta 2017. Und zwar, bevor ich das noch mache, wollte ich noch ein paar Sachen dazu sagen, weil ich ja ein paar Mal dazu gefragt wurde. Und zwar zum Update selber, es war ja nicht nur die Stickers, was jetzt hier geupdatet worden sind, sondern vom Gameplay und von der Audio wurde halt auch einiges gemacht und ja, wurden ein paar Bugfixes auf Maps gemacht, wie zum Beispiel Mirage, Nuke, Cage, Inferno. Ja, das waren halt die vier Maps. Beziehungsweise, wenn ihr euch genauer mit dem, also genauer wissen wollt, was geupdatet wurde, könnt ihr das sich selber nachlesen, weil das ist jetzt nicht das, worauf ich jetzt eigentlich genauer eingehen wollte, sondern zu den Stickern selber, was ja jetzt geupdatet wurden letztens, beziehungsweise von der Nacht von gestern auf heute. Und zwar kommt ja am 22. Dezember, nicht Dezember, Jänner, die Major League. Und zwar gibt es ja wieder neue Sticker dazu von. Hier sieht man mal eine Handvoll von den Stickern, was jetzt dazu geupdatet worden sind, beziehungsweise die neuen Sticker einfach. Finde ich, schauen eigentlich relativ nice aus. Es gab ja schon definitiv schlechtere. Und was jetzt auch neu ist, ist, dass es Graffitis zu den jeweiligen Teams gibt, zu den 16 Teams, was ja dabei sind, der Gruppenphase. Und sonst, ja, das sehe ich gleich dann in-game. Und hier sieht man dann auch die Abzeichen, was man bekommen kann. Da haben wir einmal wieder Bronze, Silber und Gold. Bei 25 Punkte bekommt man Bronze, bei 50 Silber und bei 75 Gold. So wie immer. Das war es dann auch mal hierzu. Und zwar wurde ich ja gefragt, ob ich mich da jetzt auskenne, weil das System ist jetzt anders bei dieser Major. Und zwar gibt es, was mir gleich als erstes aufgefallen ist, es gibt kein Fantasy Pick'em. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt noch dazu hauen in einem Patch irgendwann oder nicht. Aber bis jetzt ist halt noch nichts da. Es ist jetzt nur die Group Stage und die Playoffs sind ja in zwei Felder, sag ich mal, aufgeteilt. Und zwar könnt ihr mal jetzt wetten, welche von den 16 Teams die Gruppenphase gewinnen werden, beziehungsweise was denn dann in die Playoffs weiterkommen in das Co-System. Kann man ja hier einmal, also 8 Teams sind ja insgesamt, hier kann man ja 7 Teams wetten, was weiterkommen. Dann kann man hier ein Team wetten, was weiterkommt ohne eine einzige Niederlage. Und zeitgleich kann man halt auch hier wetten, welches Team nicht weiterkommt und mit Niederlagen, was keinen einzigen Win erreichen wird in der Gruppenphase. Und dann, wenn die Gruppenphase halt vorbei ist, kommen halt diese 8 Teams hier in die Playoffs und hier ist es dann eigentlich irgendwie gewohnt. Ich könnte dann wetten im K.O.-System, wer ausscheidet und wer halt immer weiterkommt bis zum Finale. Gut, das war es dann auch zu dem hier. Und dann können wir gleich mal mit den Stickern anfangen. Wobei, ich wollte eigentlich auch noch kurz dazu was sagen. Es gibt ja zu jedem Team hier die normalen Sticker, Autogramm-Sticker und Graffiti. Also Graffiti ist jetzt neu, der andere ist eigentlich eh wie immer. Hier oben habt ihr halt dann das Logo von der Major League selber und das Graffiti auch dazu. Hier habt ihr halt dann die Holo und die Foils, beziehungsweise die Glanz-Sticker. Da habt ihr einmal ja die Legends, einmal die Challengers. Und hier halt dann auch die Holos, nicht Holo, da gibt es ja bei der Autogramm-Kapseln gibt es keine Holos, sondern sind ja alles nur Glanz. Die von jedem Spieler, zum Beispiel von den Legends, die Glanzsticker und hier dann von jedem Spieler von den Challengers-Teams, die Glanzsticker. Was jetzt auch neu ist, also was jetzt das erste Mal ist bei diesem Major, ist, dass ihr einen Mega-Bundle kaufen könnt. Diesen Mega-Bundle, das kostet jetzt 37,50, 20% billiger, als wenn ihr es so einzeln kaufen würdet. Und zwar habt ihr einmal von jedem Team das Team-Logo, ein Pack zum Öffnen und das Graffiti. Also diese drei Sachen habt ihr dann einmal von jedem Team. Was finde ich für mich ziemlich nice ist, weil, oder generell für die Leute, was dann einfach hier wetten wollen, wieder braucht ihr die Sticker zum Wetten selber. Und das finde ich halt auch generell nice. Ich bin ja auch selber so der Sticker-Sammler, keine Ahnung warum, aber ich sammle gerne alle Sticker. Dann würde ich auch gleich mal die Sticker öffnen. Erworben. Meine Stimme ist etwas am Arsch und ich bin leicht erkältet. Ich hoffe, das stört jetzt nicht zu. Aber hier seht ihr halt dann zum Beispiel, was in dem Bundle dabei ist. Wie ich sehe, habe ich zum Beispiel noch eine Kiste, die mache ich auch gleich auf. Bevor wir die Sticker-Kapseln öffnen. Und ich merke gerade, dass der Sound etwas leise ist bei mir. Soll ich jetzt nochmal kurz Easy Knife ziehen? Oder nicht? Ja.
fetzt rein, ne? Egal. Wie ich sehe, sind auch von der das Logo von der Major League selber und beziehungsweise ein Graffiti davon ist auch dabei bei dem Big Bundle. Ich würde ja gleich einfach mal am Anfang anfangen mit Versus Pro und das einfach nach der Reihe durchgehen. Ja, gibt es eigentlich nicht viel zu sagen zu den Stickern selber. Ihr habt ja einfach von jedem Team, also von jedem Spieler von diesem Team die Sticker, also die Autogramme. In dem Fall wäre jetzt Pasha Bizeps, glaube ich, das Beste, was man bekommen könnte, obwohl Snacks oder PIL würde jetzt auch nicht so schlecht. Also würde ich mich persönlich darüber freuen. Er war es eher nicht so nice. So, was ist das nächste? Team Liquid. In dem Fall wäre zum Beispiel Hiko nice oder Nitro. Und es ist Pimp. Ja, läuft ja. Bis jetzt. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber ich finde die Sticker von der ist ja, das wollte ich schon sagen, Operation, aber von diesem Major finde ich generell einfach nice. Also es gab definitiv schlechtere. Fallen ist gut. Fallen ist nice. SK ist ja auch eines von meinen Lieblingsteams. SK und Envers sind so mit Abstand die, was ich am meisten feiere. Von Optik kenne ich eigentlich keinen Spieler so richtig. Rush. Wobei, das wäre eigentlich ein Sticker, finde ich nicht mal so schlecht. Ja, da könnte man einfach Rush B so kapiert interpretieren. Könnte man sich halt auch mal easy auf eine Waffe klatschen. Das Team ist eigentlich jetzt neu, also für die, was es nicht wissen, beziehungsweise ich bin mir selber nicht so sicher, aber North war ist ja das ehemalige Dignitas-Team, was sich aufgelöst hat. Und ein Teil davon, ich glaube nicht alle, aber ein Teil davon spielt ja jetzt, also hat jetzt das Team North gegründet. Sei ist das eigentlich auch gut, wobei Guardian wäre mir fast lieber gewesen. Wobei Navi ist eigentlich auch ein ziemlich nices Team. Da gibt es auch nichts dagegen zu sagen. So, und ist Chris J, Dennis oder Nico? Speedy wäre auch nicht so zwider. Es ist Dennis. Ich glaube, den habe ich sogar auf meiner SSG drauf kleben. Jetzt gleich weiter mit Hellraiser. Hellraiser selber war, glaube ich, auch schon länger nicht mehr bei einem Tournament dabei. Kenne ich jetzt eigentlich auch nicht so richtig die Spieler selber. Aber finde ich eigentlich nice, dass die mal wieder dabei sind. Godsend wird übelst drücken, glaube ich. Weil der JW und Flasher sind ja nicht zu beachtende Spieler, wobei die Sticker wären es auch nice, weil das sind ja die ersten Sticker von Godsend, wo halt, oder generell die ersten Sticker von Godsend. Aber nicht mit JW und Flasher. Die wären halt nice gewesen. So waren wir. Gambit. Wer ist denn hier? Zeus? Ja. Sagt mir jetzt eigentlich auch nicht so viele Spieler. Zeus kenne ich so, also Hobbit. Kommt gleich zweimal hintereinander, ne? So, das waren mal die ersten Kapseln von dieser Seite. Im Prinzip ja eigentlich ist der gibt's, wobei die finde ich jetzt eigentlich nicht so nice, so grau hinterlegt. Oder weiß hinterlegt, je nachdem. Shox ist gut. Scream wäre auch nice. Schocks kann man schon mal lassen. Aber mit dem Sticker selber sieht einfach eher fad aus. Hätten die ruhig mal mehr Farbe nehmen können. Bei SK ist man das ja eigentlich schon gewohnt. Das ist immer so grau-weiß und finde ich... Naja, ist jetzt auch nicht gerade so richtig nice, aber... SK ist halt SK. Und ich feiere SK. Das ist ja auch das alte Luminosity-Team. Wer ist hier eigentlich noch? Twist. Warte mal. Oder egal. So, hier geht's weiter mit Flipside. World Edit wäre, glaube ich, den, was ich am meisten feiere aus diesem Team. Und es ist Blade. Eine Mini Move. Kerrigan spielt, und der ist auch schon ein paar Monate her, weil der früher bei Astralis gespielt.
Alu. Warte mal, Kyushima? Der Spiel ist auch per Face. Lol, ich glaube, da habe ich was verpasst. Oder? Warte mal. Und ich glaube, ich bringe das Ding das durcheinander. Egal. Jetzt weiter hier wäre NBK, glaube ich. Also ich feiere NBK selber generell, weil ja wohnt ja derzeit in. Jawohl, ihr wohnt ja derzeit in Österreich. Bei der Julia. Also Miss Rage. Weiß nicht, ob ihr die kennt. Du bist eine Streamerin auf Twitch. Macht ja auch CSGO. Und dann geht es eigentlich auch direkt zum letzten. Und zwar ist es Astralis. Ich wäre eigentlich Device. Glaube ich. Komm. Nice. Ja, der Device ist halt so keiner von den besseren Spielern, finde ich. Gut, eigentlich habe ich, glaube ich, sogar noch gut haben, weil dann könnten wir uns noch schnell hier die Holo bzw. Glanzsticker aufmachen. Und zwar, welche nehmen wir hier? Ja, lass einmal hiervon und einmal davon. Naja, geht sich sogar noch aus. Nehmen wir die zwei Kisten dann noch auf, also Kisten, Stickerkapseln. In welchen fangen wir an? Nehmen wir den. Was werden da jetzt sick? SK wäre so ein mit Abstand eins von den Favorites Team von mir, wobei in Glanz sieht das halt, wobei Holo sieht nice aus. Ja. Machen wir halt einfach mal und schauen, was da kommt. Es ist Team Liquid Holo. Weiß nicht, die mag Team Liquid irgendwie gar nicht. Aber egal. Gut. Nächste Kapsel. Was haben wir hier? Gott sind wir nice. Hellraisers würde ich auch feiern. Bei Face oder Mossford wäre halt auch nice. G2 sieht eigentlich auch wieder extrem fad aus, finde ich. Enverse ist nice. Ja, Mann. Gut, dann war es eigentlich auch wieder mit den Kapseln. Ich hoffe, ihr habt euch also ein paar davon jetzt gesehen, wie die halt so aussehen. Ansonsten war es dann auch mit diesem Video für heute. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich sehr freuen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr bei dem, bei der Illich mitwetten werdet, auf dass ihr halt das Abzeichen bekommt oder nicht. Oder ob ich zum Beispiel, wurde ich auch ein paar Mal gefragt, ob ich, wie heißt das jetzt, an Prediction-Videos dazu machen kann. Wo ich halt zeige, auf was, also welche Teams ich glaube, dass die weiterkommen, warum, so dass ich halt auch ein bisschen was dazu sage. Also wenn ihr das wollt, kann ich das gerne machen. Das könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, lasst es mich einfach wissen. Und, so, und ansonsten, ja, abonniert meinen Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Dann sage ich auch ciao und bis zum nächsten Mal, euer Alex. I can fly.